Moin moin und herzlich willkommen. In dem heutigen Video soll es um Essences gehen, also diese netten Dinger, mit denen man Gear craften kann. Diese gibt's in verschiedenen Versionen. Die Version findet man am Ende, also of Greed zum Beispiel oder of Hatred. Jede Version hat seine eigene Zeile. Und dann gibt's diese Version noch in unterschiedlichen Stärken. Und die Stärke ist als Prefix angegeben. Hier zum Beispiel Whispering oder Weeping, Screaming. Im Grunde will man immer Screamings haben. Darauf sollte man upgraden. Und den Rest lässt man im Grunde liegen. Außer man craftet sich jetzt Gear zum Leveln, aber das kommt ja nicht so häufig vor. Später upgradet man alles auf Screaming und verkauft die dann oder nutzt die selber. Auf diesem Bild sieht man, ab welchen Leveln die Essenzen in welchen Stufen droppen können. Man sieht hier die Levelbeschränkung für die Stufen von einer Essenz, also für das Prefix. Und hier sieht man die Stufen für das Suffix. Diese vier Essenzen hier, Greed, Contempt, Hatred und Woe, die können schon in Monster Level 1 Zonen spawnen, also von Anfang an. Die sie dann erst ab 12 und so weiter. Und eine Besonderheit ist hier hinten zu sehen. Diese hier können erst in Zonen spawnen, die sich in Maps befinden, was normalerweise heißt Level 68 plus, also Level 68 sind T1 Maps. Was das Besondere an diesen hier ist, man kann auch bei niedrig leveligen Essenzen diese Remnants of Corruption finden. Wenn man dann später in der Map eine von diesen vier Essenzen findet, kann man den Remnant of Corruption auf diese hier anwenden und dann kommt eine hiervon raus. Eventuell ist wie bei Valorbs, ist nur eine ein Viertel Chance, dass das passiert. Die Outcomes sieht man hier. Es kann eine Essenz dazukommen. Die Essenzen können im Level steigen. Die Essenzen können im Tier steigen. Also hier einmal vertikal oder horizontal können die sich verändern. Und was auch passieren kann und wo es dann ein bisschen hektisch wird, ist, die Essenz kann ausbrechen, beziehungsweise das Monster, auf dem die Essenzen sind, kann ausbrechen und der ist dann stärker. Also darauf aufpassen, wenn man den Remnant anwendet. Dieses Bild werde ich auch verlinken in der Videobeschreibung. Ist ganz praktisch. Im Grunde müsst ihr euch nur merken, lauft die Essenzen, die ihr haben wollt. Vor allem Contempt wird ganz gerne benutzt für Physical Damage auf Ringe craften. Und sobald ihr so eine lila schimmernde Essenz findet, schmeißt ihr ein Remnant drauf. Ihr könnt auch ein Portal aufmachen, wenn ihr so eine in der Map findet und kein Remnant da habt, könnt ihr ein Portal aufmachen und euch gerade eine vom PoE Trade holen. Und dann hofft ihr, dass eine hiervon dabei rauskommt. Was man in diesem Bild auch noch sehen kann, ist auch noch eine coole Sache, wenn man zum Beispiel kein Essence Tab hat. Man kann drei Essenzen nehmen und zum Händler geben und die steigt dann in der Stärke. Die Essenzen gibt es in maximal 7 Level und wenn man drei von einem Level zum Händler gibt, dann kommt ein höheres Level dabei raus. Das kann man auch noch vereinfachen, indem man das in einem Essence Tab hat und dann kann man einfach auf Upgrade klicken und dann zack, links klick und dann wird die abgegradet. Das macht die Sache erheblich einfacher. Wie ich ja schon sagte, werden die Essenzen dafür benutzt zu craften. Und dabei stechen manche natürlich raus, wie zum Beispiel die Essence of Anger. Und wenn man da mal in die Zeile guckt, Other Jewelry, da steht Increased Fire Damage. Das heißt, man kann mehr als den normalen Fire Damage auf Ringe rollen mit dieser Essenz. Und wie das Ganze funktioniert, man nimmt sich einfach ein Item. Das muss aber weiß sein. Wie da ja auch steht oben, Upgrades a normal item. Das ist quasi eine Alchemy Orb, nur dass ein Affix immer kommt. Und dieses Affix, was dann immer drauf rollt, ist hier angegeben in dem Item-Text. Was auch noch sehr beliebt ist, ist eine Essence of Contempt. Und da die Ringzeile, zum Beispiel für Steel Rings, da kann man nochmal Physical Damage garantieren. Und was auch sehr beliebt ist, ist dann hier von diesen hier, die Essence of Horror. Kann man zum Beispiel so einen Helm mit craften. Socketed Gems deal 30% more Elemental Damage. Das ist ein More Multiplier. Ist quasi ein Five-Link jetzt, dieser Four-Link. Das gleiche kann man mit der Essence of Delirium auch auf Handschuhe machen, beziehungsweise sowas ähnliches. Und zwar kann man da den Damage over Time Damage mit erhöhen.
auch um 30% more. Oder man kann mit der Essence of Insanity 16% more Attack Speed und Cast Speed auf die Handschuhe craften. Also sehr, sehr starke Sachen, die man damit machen kann. Ich wiederhole es nochmal. Die Funktionsweise ist wie eine Alchemy Orb, nur dass ein Affix fixiert ist. Wenn man eine Shrieking hat, also eine Stufe höher wie eine Screaming, also drei Screamings, eine Shrieking, dann kann man sehen, dass man nicht mehr nur Normal Items upgraden kann, sondern auch Rare Items reforgen kann. Das heißt, entweder man upgradet ein Normal Item, wie eine Alchemy Orb, mit einem fixen Affix, oder die Funktionsweise ist wie eine Chaos Orb, mit einem fixen Affix. Gut, das war's zu den Essences. Ich hoffe, das Video konnte euch weiterhelfen und bis zum nächsten Mal.